Willkommen zurück! Wir sind immer noch bei Alpha 20. Ich habe gerade Hunger. Gut, futtern wir. Ja, wir können eigentlich alle drei reinfuttern, nehmen was Neues mit. So, wir kriegen zwar noch keine neue Quest. Der Trader hat noch nicht auf. Wir müssen unsere alte Quest ja auch noch abgeben. Was nehmen wir denn doch mal mit? Aber mal gucken, wir kriegen die Zeit schon rum, bis der Trader wieder aufmacht. Sehr schön, sehr schön. Nachtsichtgerät habe ich aktuell absichtlich nicht an. Wohl brauchen wir ja nicht am Tag, ne? Das wäre ein bisschen Blödsinn. So, das fehlt, haben wir wieder anbeflunzt. Dann gucken wir mal. Kirche, das haben wir alles durchgeschickt. Farmen lohnt sich noch nicht wirklich. Und das da vorne ist wahrscheinlich eine 4er- oder 5er-Quest und eigentlich keine gute Idee, da reinzugehen. Aber ich werde jetzt trotzdem mal kurz rein Lugi-Lugi machen. Bis der Trader aufmacht. So viel Zeug muss sein. Haben es ja noch nicht so meine Ausdauer. Liegt aber zum Teil an der schweren Rüstung. Ich werde definitiv wieder auf leichte Rüstung wechseln. Die wir auch letztendlich skillen werden. Hier ist gar nichts zum Reingehen, oder? Mal googeln. Man kann da, glaube ich, hochklettern, oder? Hier ist gar nichts. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Gebäude oder so. Aber offensichtlich nicht. Mö. Aber irgendwie muss man da ja hinkommen. Ne, hier kann man nicht hochklettern. Okay. Ich dachte, es hier wäre eine Leiter, aber ist offensichtlich nicht. Ah, aber von hier drin. Aber wieso man da hinkommen? So alles zu hier. So gedacht, darüber zu klettern oder wie, oder was? Mama könnte es aber probieren, ne? Einmal dahin, einmal hier nochmal rauf. So. So, hier ist eine Leiter, damit kommen wir da hoch. Erstmal gucken wir da drin. Jemand hier. Oh, Alter. Habe ich nie mit gerechnet. In so kleinen Gebäuden ist sonst nie was. Genau. Bleib liegen. Bleib liegen, habe ich gesagt. So, der hat ja aber auch nichts Tolles außer einem Stuhl und Mülleimer. Oh, ein bisschen Eisen, yo. Dich zerlegen wir gleich. Gut, hier ist nichts wohl, ja? Hier auch nichts wohl, ja? Dann gehen wir mal oben gucken. Hier ist zumindest noch ein bisschen Müll. Ein paar Dulzchen drin, das geht noch höher, ne? Aber ich will erstmal hier gucken. Sag mal, was macht ihr denn hier auf der Mauer? Jungs! Na, ja, fall mal runter. Soll mir auch recht sein. Was ist denn das? Der kommt wieder hoch, ne? Jo, der kommt wieder hoch. Okay. Gut, mein Freund. Gut, mein Freund. Den gibt's eben noch einen. Bitte. Und da bist du wieder unten. Okay. Ich geh mal hier googeln. Mal sehen, was hier ist. Sieht zumindest interessant aus. Zum Glück habe ich hier nochmal um die Ecke geguckt. Genau. Bleib liegen. Alter, überall sind hier Tommys, willst du? Überall eine Ecke, Mensch. Ich wollte das hier doch nicht aufwerten, Mensch. Was ist denn das hier? Ziemlich verwinkelt. Dann geh doch mal da runter. Ja, noch ein Zombie? Wundern wird's mich nicht. Echt so eine Art Getreidemühle oder sowas. Ich glaube, das hier ist der Eingang. Kann das sein? Jo, wo wir sind wieder hier draußen. Okay, wir sind falsch rein und aus dem Eingang wieder raus. Na gut, warum nicht? Warum nicht? Und hier waren wir ja schon, wie gesagt, das ist garantiert eine Quest, das möchte ich aber auch später machen. Aber auf jeden Fall sind eine Menge Zombies drin, mehr als man denkt. Die stehen alle schön versteckt in der engen Ecken. So muss das, so muss das. Hier läuft auch schon wieder jemand. Wo? Doch. Miss Vetter. Komm her, Mädel, Head und Shoulders, das gibt's da vorne nicht. Nur hier, da ist es. Extra mit der durchschlagenden Herde. Gut, gut, gut. Und das hier ist ja auch noch Art Gewächshaus oder sowas. Mit Bienenstädten.
Ohne Farm hier, ne? Das Antenne, gut, hier steht nur Dünnpfiff auf dem Feld, aber man kann ja nicht alles haben, noch hat der Trailer ja nicht auf. Wo ist denn hier der Eingang? Hier, glaube ich, hier waren wir schon drin, ne? Hier waren wir nicht drin. Kann das sein, dass es mit dem Gebäude zusammengehört, dass es hier hinten lang geht? Ich glaube ja. Die Tür ist bestimmt zu, ne? Ja. Yep. Gut, gut. Schlaf nicht so viel, Stevie. Ich weiß auch, wie ich hier jetzt gar nicht durch. Okay. Aber das Bücherregal da vorne muss sein. Das muss definitiv sein. Naja, Papier, gut. Vielleicht haben wir hier noch was Gutes. Ja, siehst du mal, Speerjäger, Steilsperre, die viel Schaden verursachen und lange halten. Jo. Werden wir nie machen, aber wir können es immerhin. Hallo? Hallo? Da auch noch? Oder wo kommt ihr her? Ich komme hier auch gerne mal von hinten, ne? Oh, hier ist definitiv noch jemand. Alter! Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Genau. Ach. Aus einem sehr rustikalen, gemütlichen Plumpsklo. Kammer gestiefelt. Die Zerlegung haben wir hier. Selbstgebautes Gewehr. Komm, was verkaufen wir? Was soll's? Wir gehen eh gleich zum Händler. Also daher macht das da jetzt auch keinen Unterschied mehr. Und das Modell. Kann man das überhaupt essen? Oh. Aber dort werden wir auch gleich essen. Kriegen wir zumindest unsere Nahrung mal wieder voll. Oh, hier ist bestimmt wieder Papier drin, oder? Nee, mal nicht. Wo ist so ein Regal, was ich gerne mitnehmen würde? Hm? Na? Holzsplitter-Mod. Sehr schön. Lehnen wir doch gerne. Hier noch irgendwas Brauchbares? Naja, gut. Passt nur noch Papier in den Regalen. Hier finden wir vielleicht noch Essen. Oh yeah, oh yeah, auf dem Korb. Und nochmal, oh yeah. Oh. Schorten dich hier, Mensch. Hier finden wir doch bestimmt noch was Essbares. Siehst du mal. Da noch. Naja, das lasse ich jetzt mal hier. Oder nee, lass ich nicht hier, das ist der Saum. Ich weiß mir nicht, ob ich den Saum schon habe, ehrlich gesagt. Gut, da ist auch noch was drin. Komme ich da so ran? Nee, ne? Nö, gut. Ich jetzt. So stabil. Gut, nehmen wir oben. So, irgendwie da nochmal und hier nochmal. Ja, gut. Noch ein Käffchen, wenn nicht verkehrt. Jo. Gut, das passt. Das passt. Jetzt macht der Trader auf. Den werden wir da jetzt hinstiefeln. Wie gesagt, ich wollte hier nur mal kurz rein Lugi-Lugi machen. Das werden wir dann später mal irgendwann richtig als Quest machen. Wieso bin ich eigentlich zu Fuß unterwegs, wenn ich ein Fahrrad besitze? Ah, nicht schlimm jetzt, nicht schlimm jetzt. Laufen wir mal rüber, der Trailer ist ja gleich da vorne. Wir müssen eh gleich noch mal nach Hause und den Kram hier abladen. Denn passt das. Die ist heute ja... Die habe ich nicht gelootet. Plastik. Lustig. Da nochmal. Naja, gut. Wie gesagt, das ist eh gleich hier. Sehr schön, sehr schön. Ne, gucken wir mal, was wir für die Quest kriegen. Nehmen wir, glaube ich, eine neue Quest an. Ich denke mal, wir sind erst morgens um 6. Wir kriegen eine Logo noch eine Quest fertig. Viel können wir da eh nicht machen, außer so eine kleine Kuppelstuhl-Konstruktion aufbauen. Und hoffen, dass wir die Horde irgendwie überleben. Aber das werden wir sehen. Gut, gut. So, mein Freund, ich bin wieder da. Und du machst bitte mal das nächste Mal ein bisschen eher auf. Du hast einfach schlechte Öffnungszeiten, mein Freund. Einfach schlecht. Sieh schön. Warte mal, ich muss noch was googeln. Was habe ich denn für einen Helm an? Stufe 6. Na, ne.
würde zwar gegen die Leder austauschen, aber nicht gegen Dreier. Nicht gegen Dreier. Der bringt 134. Naja, aber immerhin bringt das Ding mehr Geld. Gut, dann zeug mal kurz so ein Inventar, mein Freund. Ich habe ein bisschen was. Du kriegst auch mal das da. Das ganz bestimmt nicht. Und du kriegst die da. Level 15 haben wir auch. Sehr schön. Du müsstest auch Restock gehabt haben, mein Freund. Hast du vielleicht jetzt mal eine Helmlichtmod? Die hätte ich sehr gerne. Dann kann ich das Nachtsichtgerät für draußen nutzen und die Helmlichtmod für drinnen. Oder aber nicht. Zumindest nicht hier. Und hier Robotik-Drohnen-Scheinwerfer-Mod. Okay. Glückliche Sommlermann 2 und nichts mit der Helmlichtmod hier, ne? Nö, mehr hat er gar nicht. Kann ich runterscrollen. Ja, und das ist... Finde mehr Munition im Beute. Also das würde ich schon sehr, 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 sehr gerne kaufen. Das tue ich auch. Great doing business with you. Das tue ich auch. Wunderbar. Oh, was hast du denn noch an Quest, mein Freund? Nicht zu weit weg. Stromzufuhr geht eh nur in der Nacht. Das machen wir bestimmt nicht in der Hordennacht. Abholen und säubern. Naja, es geht eigentlich, ne? Vergrabene Vorräte wollen wir jetzt nicht. Aber... Dann bleibt ja nur der da. Farm 07. Geh, den Eimer ganz schnell nach Hause strotzen, die drei Sachen, die wir da einstecken haben, und Fahrrad mitnehmen. Sehr. Den hoffen wir mal, dass wir irgendwann mal einen Mobbit kriegen. So viel Zeug muss sein. Jo. Ich glaube, ich sollte demnächst auch mal skillen, apropos skillen. Dass mehr Ausdauer beim Sprinten habe. So, den hatten wir hoch. Wir wollten jetzt Prügelpeter hochskillen, ne? Genau. Zack. Den machen wir jetzt immerhin von Qualität 3. Verursachen 20% mehr Schaden, 80% mehr Schaden bei kräftigen Angriffen und 70% Gegner wieder zu Boden zu werfen. Gut, wir könnten uns jetzt rein theoretisch einen Dreier-Basie basteln. Das lohnt sich jetzt aber nicht mit jeder einzelnen Stufe, ehrlich gesagt. Wenn wir auf 4 oder... Ja, ich glaube 4 lohnt sich schon eher. Da kriegen wir dann ja 2 Mods drauf. Das lohnt sich definitiv schon eher, aber vorher nicht. Gut, gut. Eimer nach Hause. Vierer Basie, ja. Also eigentlich müsste jetzt gleich um 8 die Zahl rot werden. Eimer rennen in die gute Stube. Haben aber auch Ausdauerprobleme. Aber mir gefällt's. Momentan sind ja ziemlich viele am Schimpfen, ne? Du hast so mitgekriegt, dass es zu schwer ist. Man findet zu wenig. Ich finde, das hat schon ein bisschen mehr Reiz, ehrlich gesagt. Aber gut, das sieht jeder anders, ne? Jeder hat andere Vorstellungen. Einmal rein damit. Danke. Passt das nicht mehr oder was? Den Zilling wie die brauchen wir nicht. So, das geht hier eh alles da vorne rein. Da geht noch mal Eisen mit drin. So, hier, die gehen aber hier noch mit drin. Eisen kommt gleich in die Schmiede. Die geht dort drin. Obwohl, Eisen habe ich jetzt erstmal genug in der Schmiede. Erstmal da rein, das lohnt sich jetzt noch nicht. So, die paar Peanuts, die kommen erstmal hier mit drin. So, wir schnappen uns unser Fahrrad. Wir wollen die Quest machen. Definitiv. So. Wollen wir hinter? So weit dürfte das jetzt nicht sein. Hoffe ich mal. Gut, gut. Und dann bin ich mal gespannt. Ich bin mir zwar nicht so ganz sicher, ob die erste Horde klappt, ehrlich gesagt, aber freuen tue ich mich trotzdem darauf, weil ich keine Ahnung habe, wie die Horde hier in der A20 ist. Da bin ich echt mal gespannt. Da freue ich mich wirklich ein bisschen drauf. Wollen ein schönes, unseres gutes, weißes... Wie heißen die Marken von den Fahrrädern? Ich kenne mich mit Fahrrädern nicht aus. Ich bin selbst kein Fahrradfahrer. Auf jeden Fall haben wir ein schönes, gutes Mountainbike. So. Kommen wir hier überhaupt durch? Ich glaube ja, das scheint eine Innenstadt zu sein, ne? Sieht so ein bisschen danach aus. Irgendwo da vorne. Es muss auf jeden Fall eine Farm sein, aber die sind doch nicht in der Innenstadt. Nee, nee, nee. Ich hätte auch einfach außen rumfahren können. So, die Tankstelle ist es auch nicht. Den googeln wir mal. Ja, hier, die hier ist es. Die dort kleine Löchlein hier. So ist die Sau aggressiv. Ich habe der Sau da überhaupt nichts getan.
Was ist denn das für eine Sau, Mann? Ich hab da... Das ist der Wachhund hier, oder was? Ich hab die Farm ohne Erlaubnis betreten, da geht die Sau auf mich los. Okay. Ist nicht mein Problem, liebe Sau. Ich nehme das Fleisch gerne. So, nehmen wir die Quest mal an, ne? Zack. Sau wieder da? Wundern wird's mich nicht, ne? Tatsächlich. Komm mal her. Die gehört dazu. Und da wir Gebietssäu werden sollen, muss ich die Sau oder so mitnehmen, sonst suche ich die nachher wieder. Und sonst wäre sie jetzt nicht wieder da gewesen. Ob wenigstens ein bisschen Fleisch. Sehr schön, sehr schön. Sonst ist hier aber auch nichts. Außer ein bisschen Fudder. Da können wir gleich reinfuddern. Wunderbar. Wir wollen aber in die Bude. Definitiv. Da geht hier hoch, ne? Das ist zumindest mal eine neue Farm. Du kommst mit. Danke. Jemand da? Ne? Okay. Aber da, okay. Hallo, Miss. Oh yeah. Und da, oh yeah, auf den Kopf. Und nochmal. Danke, danke. Den, das legen wir gleich. Das ist Schlüssel. Und ich sollte mal ausschauen, ob Schlüsselbretter halten. So wie ich mittlerweile von euch erfahren habe, sorgen wohl die Schlüsselbretter dafür, dass man verschlossene Türen damit öffnen kann. Wo sind zwei drin? Ist eine Küche drin oder was? Der eine legt sich hin, der andere kommt angestürmt, wie so ein Irrer. So. Aber so langsam mit Basie ist es ja auch nicht mehr ganz so kritisch. Hier geht's wohl weiter. Gut, gut. Super hell ist es zwar immer noch nicht. Oh, bei mir ist ja alles nix. Hier ist eine Kerze, die nehmen wir auch mit. Sehr schön. Oh, da können wir uns notfalls mit heilen. Das können wir nicht gleich mal benutzen. Halt ein bisschen Leben hoch. Dann brauchen wir jetzt eher weniger. Geht's wahrscheinlich da gleich runter. Gut, gut. Haben wir hier denn noch? Ja, auf jeden Fall. Da oben! Oh, die sind hier so mies versteckt. Okay. Okay. So einmal reingucken. Papier. Nichts anderes erwartet. Papier? Nö. Jo, Messerrezept. Sehr schön. Den nehmen wir auch mal das Holz mit. Das brauchen wir. So, die Stühle natürlich. Oh, hallo, mein Freund. Der Doris. Sehr schön. Der hört sich auch mal an wie so ein ganzes Erdbeben. Genau. Bleib liegen, mein Freund. Wir haben immer noch keine Lockpicks. Den lassen wir dort erstmal sein. So. Dann geht's doch gleich nach unten. Da bin ich mal gespannt. Erstmal gucken wir hier aber nach Essen. So, das, das, das. Nichts voller. Drinnen? Da ist draußen irgendwas über eine Mine gelaufen. Hier liegen also Minen. Gut zu wissen. Den nehmen wir auch einmal mit. Ja, gut. Okay, dann haben wir jetzt mittlerweile 6. Das ist ja schon mal was. So, jetzt sind wir hier im Freddy Krüger Keller. Stimmt, nur hier bestimmt gleich alle aus der Ecke, oder? Jo. War klar. Na, Alenchen, nicht mit mir. Mädel, einmal um den Pfosten rum, bitte. Einmal rum. So, ja. Die Ferollen, die finden den Weg auf Anhieb. Haben wir ja gesehen in der Schule in der letzten Folge. Aber die normalen Zombies, die sind schon mit dem Pfosten überfordert. Gut. Ist vielleicht aber auch Absicht, ehrlich gesagt. Sie für rein ein bisschen schlauer sein sollen oder so. Nun, wo ist es ja nicht? So, das nehmen wir mal mit. Kann man alles gebrauchen. Sehr schön, sehr schön. Den einmal. Oben ist definitiv noch was. Wir wollen einmal kurz das Holz mitnehmen.
Meine Vorräte sind auch oben. Ich gehe mal das Risiko ein. Ich will jetzt keine Vitamine verschwenden. Entschuldigung. Ist sogar gut gegangen. Sehr schön. Donoräume, Eisen. Wir gehen mal oben gucken. Ist verschlossen. Okay. Hier irgendwas übersehen oder so? Brauch mal Licht, warte mal. Brauch einmal Licht. Vielleicht irgendwo ein Schlüsselbrett übersehen oder so? Nö, ne? Da waren wir ja gerade drin, ne? Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt zumindest das Regal habe ich übersehen, ja. Und hier ist auch noch was drin. Ein paar medizinische Vorräte. Gut, das können wir wohl gleich zerlegen. Aber ansonsten, Schlüsselbrett sehe ich hier nirgendwo. Muss man einmal kurz gucken. Mö. Oben war auch keins, ne? Das glaube ich nicht. Nö. Was hast du drüben in der Scheune? Alles klar. Da ist wahrscheinlich auch Modetasche drin. Aber wie gedenken die sich denen, dass ich hier den richtigen Weg dahin kommen soll? Ohne mich irgendwo durchzuprügeln. Und wie gesagt, ich habe kein Schlüsselbrett gefunden oder so, um das da irgendwie aufzuschließen. Gut, wir können es auch notfalls wegprügeln, aber den kann man auch nicht bedienen, ne? Nö. Gut, gut. Ach, hier, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen, alles klar. Den ist auch gleich die Garage mit aufgegangen, sehr schön. Hallo? Meine Tasche ist hier oben irgendwo. Den kommt mal. Oh, Alter, was ist hier los? Scheunparty! Mach ab, du Galine. Du genauso. Sehr schön. Oder mit 4 Monaten der kleinen Scheune. Die reinste Scheunparty. Gut, die Zombies haben wir von Solle. Hab aber irgendwas anderes mit aufgeweckt. Oder ist nicht schlimm? Ist das hier der ganze Loot? Der ist bestimmt oben, ne? Gut, gut. Den nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Halt, da oben ist meine Tasche, sehe ich gerade. Da irgendwo. Na? Genau. Dunkel, dann geh. Das kommt auf jeden Fall mit. Hier ist sonst nichts weiter. Dann gucken wir erstmal in die Kiste hin. Electronics. Vielleicht ist da irgendwas Brauchbares drin. Ja, ja, gut. Das haben wir noch nicht. Technik Bond. Robotikgeschützturm. Kann man jetzt auch bauen. Sehr schön. Lautsprecher. Warum nicht? Warum nicht? Boah, das ist doch nicht der ganze Loot hier. Das konntest du mir doch nicht erzählen, Mensch. Da ist doch bestimmt oben noch was. Jo, meine ich doch. Und hier wäre ich normalerweise zu meiner Tasche gekommen. Jo. Gut, gut. Den gucken wir da nochmal drin. Wir haben hier echt schon Party gefeiert. Ja gut, ein bisschen Muni, warum nicht? Und da Spritz ist auch nicht verkehrt. Da gucken wir auch nochmal rein. Die kann man auch immer gebrauchen. Das brauchen wir nicht. Wir haben einen 6er davon. Wo ist noch ein Nest? Jo, Zahl ist inzwischen auch rot. Hier geht's auch wieder runter. Okay, gut. Ich will hier aber noch einmal den Bücherstorbel. Und die Tasche noch einmal. Lockpicks, 3 Stück, wow. Gut. Das ist ein Hühnerstall, oder was? Sieht zumindest so aus. So, warte mal, das nehmen wir hier auch noch mit. Hier ist alles Holz. Na gut, Holz haben wir auch, aber 2000 Holz haben wir gut. Das finde ich so genial mit den Schaltern. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, auf die Schalter zu achten. Ist noch was im Hühnerstall drin? Der ist wohl wirklich nur Deko. Immerhin ein Nest. Immerhin. Mit schäbigen Federn. Aber hätte ja sein können. So, da rennt noch das Alleinchen rum. Hallo, Alleine.
Komm her. Alleine. Alleine. Mensch. Du dumme Pute. Ich habe keine Ausdauer. Verdammt. Immer diese Ausdauer, ne? Gut. Warte. Erst wie so ein Stalker hinterher schleichen und dann keine Ausdauer haben, ne? Das sind die richtigen. Geh gleich die Puste aus dem Mann. So, jetzt hol ich mal ein Fahrrad. Und das hier. Das war bestimmt der Power Horse hier, du. Du, haben wir noch irgendwas, was wir zerlegen können? Außer eine Stuhl, die ich gerade eingesammelt habe? Nee, ne? Wir sind so ziemlich voll. Wir fahren jetzt trotzdem zum Händler. Und hier ist noch eine Kerze. Danke. So, den nehmen wir auch noch einmal mit. Im Grill ist nichts drin, das sehe ich schon. Gut. Vorrat schnappen. Zurück zum Händler. Mal sehen, was wir jetzt kriegen. Vielleicht kriegen wir von ihm noch heimlichen Mord. Und den wird sich definitiv erstmal um die Hordenbase gekümmert. Das muss sein. Weil ich immer noch nicht genau weiß, wie ich das machen soll. Und irgendwie müssen wir es ja machen, ne? Zum Glück habe ich sie mir markiert. Die freue ich mich wirklich ein bisschen drauf auf die Horde. Völlig überladen zum Trader. Ja, warum denn nicht? Ah, ich finde, die steht hier immer wieder so schön. Gerade die Innenstadt mag ich. Gerade die Innenstadt. Ich weiß aber nicht, ob es in jeder City so ist. Glaube ich aber nicht. Im Stream zum Beispiel hatte ich eine City, da war nicht so ein dichter Innenteil. Das war eher alles komplett so ländlich. Zwar auch diese Straßen hier, aber die Gebäude waren eher alle so ländlich. Und war, sah auf der Karte aus wie so eine Wurst, wie so eine Geschwulst, die sich darüber schlängelt. So ganz komisch. Das hier scheint eine Riesen-City zu sein. Jut, jut. Mensch, Junge, so anstrengend kann das Fahrradfahren doch nicht sein. Einmal darüber, genau. Zumindest können wir doch jetzt schon mal relativ gut zuschlagen. Also Horde sollte eigentlich, seien die Zombies verhalten sich irgendwie anders als erwartet, relativ gut klappen. Das hoffe ich aber mal nicht. Gut, gut, gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich weiß, du bist überladen, Junge. So schwierig kann das doch nicht sein. Genau. Äußerne Armbrust und Lederhandschuhe. Ja. Na, warte mal. Ich glaube, ich habe schon Lederhandschuhe, ne? Ja, Dreier sogar. Here is your reward. I owe you one. Ach, wo gucken wir mal? Das ist wie viel wert? 96. Gut, dann nehmen wir die Armbrust. Verkaufen wir ihm die. So, hier, das können wir auch gleich alles verkaufen. Das brauchen wir nicht. Gibt zumindest auch ein bisschen Kleingeld. Den Rest brauchen wir noch, ne? Jo. Y'all come back now. So, wir werden schon mal eine neue Quest annehmen, aber nicht für jetzt. Wir werden keine neue Quest annehmen. Ah, wohl Vorräte buddeln müssen wir eigentlich auch mal machen. Und erstens gibt es Essen, zweitens brauchen wir so oder so Leben für die Schmiede, aber nicht jetzt. Wie gesagt, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Hordenbase. Sonst wird das zu eng mit Hode Erwind. Aber einmal kurz nach Hause und ausleeren. Ein bisschen vorbereiten muss man sich auf die Horde ja auch. Gut, Vorräte buddeln ist zum Glück nicht in der City. Alter, wenn man sich da jetzt durch den Beton kloppen müsste. Das wär's ja. Wo ist denn überhaupt meine Zuhause? Da. Hier haben wir, glaube ich, so ziemlich alles abgegrast. Ich weiß es nicht. Hallo, Bochi. Yo, dich nehmen wir auch noch mit, auch wenn wir uns nicht bewegen können. Bitte. So, weiter geht's. Alles EP. Und EP sollte man immer mitnehmen. Ich habe die EP übrigens nicht hochgestellt. Die steht auch Standard, deswegen gibt es so wenig EP. Ich glaube 300-400 Ruckzombie oder so. Aber das geht mir sonst ehrlich gesagt zu schnell. Das macht keinen Spaß, wenn man ruckzuck gleich alles hochgeskillt hat. Vor allem hat man denn irgendwann das Problem, dass man, was weiß ich, Game Stage 80 ist, die dicken Zombies kommen und du hast nichts an Ausrüstung. Tja, denn doch lieber normal. So, essenmäßig haben wir, glaube ich, nicht viel. Also, Oi kann er noch rinnen. Und warte mal, Fleisch kann aber auch rinnen. So, den gucken wir erstmal hier. Sehr schön. Muni hat er nicht reingepackt. Soll auch nicht. Hier packe ich erstmal dort Eisen rein. Dann mit drin.
Das machen wir mal voll. Halt, die Droht, das kann auch noch mit drin. So. Gut, hier all my Desmond drauf. Und ja, die Lockpicks möchte ich eigentlich gerne behalten. Lame sollte hier mit rein. Wieso hat er es nicht gemacht? Und hier packe ich erstmal die Kerzen und das rein. Die Fackeln behalten wir mal, die 6 Stück. Genau wie die Spritze für Notfall, das brauchen wir auch gleich. Das behalten wir. Geld kommt hier noch mit drin. So, den Kobelstun werde ich mich jetzt einstecken. Den brauchen wir. Gut, den werde ich auch schon mal. Ich meine, wir haben ja eh nicht viel die Muni mitnehmen. Wir werden ein paar Mullis mitnehmen. Wir werden davon ein paar mitnehmen, auch wenn ich es eigentlich ungern benutze. Da ich nicht weiß, wie sie sich verhalten, werde ich das jetzt mal tun. Und wo haben wir das Zeugs? Hier. Das mit dem EP-Zuwachs nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist eine Horde sehr, sehr gut. Und Nahkampfschaden plus 400% und so weiter und so fort. Hält zwar nicht lange an. Nehmen wir mal mit. Und wir nehmen Kaffee mit, falls uns die Ausdauer ausgeht. Sehr gut, sehr gut. Den Postat, den kümmern wir uns morgen um die Hordenbase. Und den sind wir auch schon fast bei der Horde. Dann verabschiede ich mich von heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bye, bye.